Radio Alpha 3, Radio Lima, Japan. Radio Alpha 3, Radio. Hotel Bravo 9, November Bravo Golf. This is, as you know, Victor Kilo 2, Bravo Yankee. Hoi zusammen. Bonjour à tous, buongiorno a tutti. Hello everybody, sonst grüßt alle miteinander. Wunderschönen guten Nachmittag. Draußen funken, das ist zunehmend ein Thema unter den Funkamateuren, weil viele unter uns können zu Hause keine großen Antennen mehr aufstellen. Also werden die Draußenfunken-Programme, die werden schon für den einen oder anderen immer attraktiver und interessanter. Da gibt's SOTA, da gibt's POTA, SOTA Summit Sondier, Betrieb von Berggipfeln, POTA Parks Sondier, Betrieb aus Parks, dann gibt's IOTA oder IOTA, Isles Sondier, ist Betrieb von Inseln. Gibt sehr viele draußen Funkenprogramme. Man kann auch einfach ganz einfach draußen funken halt. Ja, und dafür braucht ihr natürlich Transceiver. Als Europa-Distributor von Elekraft haben wir für jede Anwendung zum draußen Funken den richtigen Transceiver für euch des amerikanischen Herstellers Elekraft. Nun, wir kriegen immer wieder von euch aus euren Reihen Anfragen, soll ich den KX2 kaufen, soll ich den KX3 kaufen? Ja, was um Gottes Willen ist der Unterschied? Der KX3 wird doch wohl neuer sein als der KX2, weil er ja 3 heißt und nicht 2. Gibt's noch den KH1. Und deshalb möchten wir euch ganz kurz umreißen hier in dem Video eine kleine Erklärung geben, welches Gerät eignet sich für welche Anwendung. Also wie gesagt, mit einem der Geräte könnt ihr jede draußen Funkenaktivität bestreitet ihr damit sehr, sehr erfolgreich und mit viel Spaß. Ja, was ihr kennt von unter anderem von uns schon lang, das ist natürlich der KX2. Der KX2 ist ein Transceiver 80 bis 10 Meter senden und empfangen, 10 Watt Leistung, integrierter Tuner, integrierter Akku, 3500 mAh, 10 Watt Leistung, glaube ich, habe ich schon gesagt. Das Gerät kann SSB, kann CW, ich kann mit externen Geräten, zum Beispiel mit HB9HCIs FT8 Box, kann ich mit dem KX2 auch FT8 machen, wenn ich das denn machen möchte, FT4, FT8, Digimodes allgemein, im Portable-Betrieb. Ich kann das Gerät als Handfunkgerät nutzen, in SSB und in CW. Also, das ist eigentlich unser Favorit für Aktivierungen, SOTA. Wir sind sehr SOTA-affin, um das mal so zu sagen. Wir sind begeistert von SOTA, die Karin und ich. Und da, wo es schnell gehen muss auf dem Gipfel, wenn herannahend das Gewitter aufzieht oder uns im Nacken sitzt, dann sind wir damit innerhalb 10 Minuten sind 10 QSOs in SSB gelockt. Also da kann man beispielsweise hier Antenne direkt drauf, so, dann Mikrofon dran und ihr seid in SSB-QRV. Also, das ist wirklich eine Lösung für SSB und für CW und für Daten. Geben euch kurz einen Eindruck davon, wie es bei uns zu und her geht mit zwei verschiedenen Setups. Zuerst kommt die Karin mit CW,
Sie arbeitet da in dem kleinen Ausschnitt National Mountain Day. Das ist ein Schweizer Bergcontest. Er ist nicht zwingendermaßen von einem SOTA-Gipfel, aber kann sein. Also die Karin arbeitet damit mit einer abgesetzten Antenne, in dem Fall, wo ihr es jetzt dann sehen werdet, mit einem Full-Size-Dipol für 80 Meter, der ist von SOTA-Beams, auf dem GFK-Mast, auf dem 10 Meter hohen von DXWire. Das seht ihr zuerst und dann seht ihr anschließend gerade ohne Übergang mich mit dem Handy-Solution, Handy-Setup für SSB. Das hatten wir gedreht auf dem Spitzhorn. Das ist im Gebiet des Lauenesee. Das kennen die Schweizer. Das ist im Gebiet Gstaad. Das kennen jetzt schon wieder sehr viele im Berner Oberland. War eine erste Aktivierung. Also, schaut mal zuerst rein, wie wir den KX2 einsetzen, wie man den KX2 einsetzen kann. Ja, viel Spaß mal damit. Kilo 2 Papa Delta Tango. Jan, you're 5-9 on. 5-9 on Hotel Bravo. Victor Sierra 256. Roger. Roger, Roger, and good afternoon. Thank you very much for 5-9. Your report is 5-7. 73, good luck. Yeah, thanks very much for the 5x7, Jan. 73, good luck. QRZ. X-ray Juliet only. X-ray Juliet only. Go ahead. Golf 3 Victor X-ray Juliet. Thank you. Good afternoon. Your report here, 5-5. Over. Roger. Golf 3 Victor X-ray Juliet. Very good afternoon. Thanks for the 5x5. This is HB9 November Bravo Golf Portable returning. You're 5-8. A good signal here. 58 on Hotel Bravo, Victor Sierra 256. Roger. Thank you very much for the summit. 73. Yeah, Roger. 73. Many thanks. QRZ. This is HB9 November Bravo Golf Portable. CQ Sota. November Lima only. The November Lima only. Go ahead. November Lima. Good afternoon, Renee. You are 5-3, 53. Over. Roger. Golf India 4, Oscar November Lima. This is HB9 November Bravo Golf Portable returning. Thanks for the 5x3. You're very strong here. 5-8. 58. QSL. Yeah, Roger, Roger, Renee. 73. Thanks for the summit. Bye-bye. Thanks very much. 73. QSL. Echo Alpha 5 Kilo. Soweit zum KX2. Also, das ist schon mal eine gute Lösung für die unter euch, die auch etwas extremer unterwegs sind und nicht gerade nur einfach nicht einen gemütlichen Spaziergang machen möchten und dann etwas funken. Also mit dem KX2 geht das sehr komfortabel in jeder Umgebung, auch weil der Tuner ja drin ist. Dann, ich lege mal den KX2 zur Seite. Dann haben wir, es geht noch kleiner. Das ist der neue KH1. Ja, vielleicht ein kleiner Vergleich. FT3 mit 2 Meter und 70 Zentimeter, 5 Watt. KH1, 40, 30, 20, 17, 15 Meter, ebenfalls 5 Watt, integrierter Tuner, integrierte Antenne. Also, wenn es noch leichter sein soll, dann funktioniert das mit dem KH1, was ich hier abwickle übrigens, das ist das Gegengewicht. Das Gegengewicht für 20, 17, 15. Wenn ich
40 und 30 machen möchte, dann benötige ich das längere Gegengewicht. Ich habe hier gerade angeflanscht die Antenne, die schraube ich hier drauf, geht sehr einfach. Dann ziehe ich hier die Antenne aus, mache hier den Klappdeckel auf. Und was haben wir denn hier? Wir haben einen vollwertigen Transceiver für CW. Also, ihr hört. Sogar hier drin. Also, mit dem Gerät kann ich überall SOTA machen, das funktioniert. Ich habe hier, ich bin Rechtshändler, also geht nicht so gut. Aber ich kann hier loslegen, da brauche ich gar nichts dazu. Da bin ich sofort, QRV macht extrem viel Spaß für die unter euch, die CW beherrschen. Kleiner Einschub, habe ich fast vergessen. Es gibt auch zum KH1 gibt es noch eine Standfußlösung, damit ihr auch den auf dem Tisch betreiben könnt. Und dann habt ihr hier statt einer Taste, ich meine, die so eine Taste hat auch eine Größe. Also der KH1 ist kaum größer als eine Taste. Könnt ihr auf dem Tisch betreiben. Dafür gibt es den Fuß. KHRA1 heißt der. RA für Right Angle, also abgewinkelt. Denn der wird oben angeschraubt, am selben, an der Schraube, wo auch die Antenne aufgeschraubt wird. Also ich nehme das Teil hier mal weg. So. Also, und dann schrauben wir das hier drauf, auf die Antenne drauf. So. Das ist jetzt hier drauf. Und hier ran schrauben wir jetzt das Teil hier. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Kriegen wir hin? So. So. Schrauben wir das fest. Dann steht der hier auf dem Tisch. Und dann schrauben wir die Antenne hier im rechten Winkel drauf. So. Und jetzt können wir so arbeiten. So. Funktioniert also auch. Also dieser Standfuß, der ist auch verfügbar bei uns ab Lager. Selbstverständlich wie die anderen Elekraftgeräte. Übrigens Klammer auch. In der Regel auch der K4 in der Version D. Und die KPA 1500 und die KPA 500 sind ab Lager verfügbar. Das war der kleine Einschub. Auch dazu kleines Muster, wie das draußen aussieht, wenn man sowas einsetzt. Was wir euch jetzt kurz einspielen, das ist die SOTA-Aktivierung des Lerodomo. Das ist auch wieder Großregion Gstaad, oberhalb von Rougemont, Richtung Wattland drüber. Also, schaut mal rein. Da haben wir zum ersten Mal mit dem KH1 eine SOTA-Aktivierung gemacht. Ja, lasst euch beeindrucken. Nine.
Ja, das war's zum... Halt, zuerst kommt die Antenne noch weg. Das war's zum KH1. Also wirklich ein absolut tolles Gerät hier. Und das ist so, was der Wayne, der Entwickler des KH1, eigentlich im Sinn gehabt hat mit dem Gerät, ist, dass ihr überall, wo ihr seid, auch kurz ein CW-QSO machen könnt. Also keine Vorbereitung, nichts aufstellen, weiß nicht, ihr seid an der Tankstelle und das Auto tankt sich auf und bis der Tank voll ist, dann nehmt ihr kurz den KH1 hervor, macht kurz einen QSO. Und das funktioniert übrigens sogar im Random-Betrieb. Habe ich selber schon gemacht hier bei uns auf einer kleinen Wanderung, bei uns rund ums Dorf, angehalten auf etwa 800 Metern und dann auf 17 Metern CQ, ohne SOTA, nix Spotting und innerhalb von wenigen Minuten ein paar QSOs im Lock. Das sind die beiden kleinen Geräte. Und jetzt haben wir da noch ein drittes Gerät und da kommen wir jetzt zum KX3. Ihr seht, ganz typisch, Elekraft. Ich glaube, man kann es sehen. Ich hoffe, es spiegelt nicht zu viel. Spiegelt nicht. Also ganz typisch Elekraft. Sieht schon sehr, sehr hochwertig aus hier, auch mit dem großen metallenen VFO-Knopf. Der geht von 160 Meter bis 6 Meter. Ich kann auch ein 2-Meter-Modul einbauen. Wenn ich das Gerät mit einer entsprechend hohen Speisespannung speise, dann liefert es mir 15 Watt Leistung, also ein wenig mehr als die anderen beiden. Und kann auch CW, SSB und auch Data mit externen Geräten wie der FT8-Box von HB9HCI. Jetzt, was ist hier besonders oder für wen ist der KX3 denn das richtige Gerät? Ja, der KX3 kann auch ein vollwertiger Stationstransceiver sein. Warum? Deshalb. Ich hoffe, man kann vielleicht auch sogar das Spektrum sehen. Also zum KX3 gibt's optional den PX3. Das ist ein Spektrum-Wasserfall, ein externer. Der ist genau gleich einfach zu bedienen wie derjenige im K3, falls jemand von euch den K3 kennt, oder im K4. Ihr habt bestimmt schon Videos von uns gesehen zum K4. Also, ihr habt hier wirklich einen Überblick, wenn ihr auch Station jagen möchtet, als Chaser, als Hunter, dann habt ihr halt einen Überblick, einen visuellen Überblick ins Band. Und das habt ihr hiermit nicht. Also ganz einfach gesagt, wenn es ums Aktivieren geht, also ihr seid der Aktivator, egal in welchem Programm, und nicht, also ihr seid der Gejagte und nicht der Jäger, dann ruft ihr, dann gebt ihr CQ. Das heißt, ihr sucht euch eine freie Frequenz und fragt, ist es Frequency News? Wenn sie nicht in News ist, dann lässt ihr los. Und dann kommen die Leute zurück. Also ihr seid nicht darauf angewiesen, dass ihr ein Spektrum habt, weil ihr dürft einfach antworten. Wenn ihr hingegen sowohl als auch Betrieb machen möchtet, also ihr wollt gerne aktivieren können als Aktivator und das Gerät darf etwas schwerer sein, weil eure Tour nicht ganz so hoch rauf geht, dann ist der KX3 sicher ein guter Kandidat, der kann das auch, was die beiden können. Der hat etwas mehr Leistung. Man kann ihn auch mit Batterien betreiben, zur Not, sage ich. Da ist ein Batteriefach drin für 8 AA-Batterien. Wenn ihr Alkali-Batterien nehmt, gibt das 12 Volt. 8x1,5, 12 Volt Spannung, das gibt auch Leistung. Das gibt die 12 bis 15 Watt Leistung. Tuner, alles ist integriert. Je nachdem, wenn ihr sogar 2 Meter SSB machen möchtet, SSB, ist das richtige Gerät. Wenn es nur um 2 Meter FM geht,
dann ergänzt dir am besten so ein Gerät mit dem FT3, FT5 oder natürlich so ein Gerät mit dem FT3, FT5 fürs 2 Meter in FM. Hier könnt ihr 2 Meter SSB machen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr beispielsweise mit einem Wohnmobil unterwegs seid und dann auch mal als Chaser arbeitet oder ganz einfach im DX-Betrieb mal einige Stationen arbeiten möchtet, dann könnt ihr euch den PX3 dazustellen und dann habt ihr eine vollwertige Heimstation. Man kann das auch extern speisen. Hier jetzt ist das extern gespeist. Und kurzen Eindruck, wie das sich verhält, wenn ich das als Feststation quasi einsetze, den geben wir euch jetzt gleich. Ich habe vorhin gerade gehört, da ist Victor Kilo 9 Delta X-Ray, Norfolk Island. Also ist schon nicht gerade um die Ecke, das ist im Pazifik. Und der ruft da CQ Contest. Wir haben 15 Watt, möchte daran erinnern. Wir haben da nichts dran. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Gehen wir mal hier rein, hören mal, was hier kommt. Hotel Bravo 9, November Bravo Golf. Yeah, this is Hotel Bravo 9, November Bravo Golf. QSL? Delta Bravo 9. Hotel Bravo 9, November Bravo Golf. Hotel Bravo 9, November Bravo Golf. Hotel Bravo 9, November Bravo Golf, 59. Roger, 59001, QSL? QSL, thank you, QSL. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn! Victor Kilo 9 Delta X-Ray, 15 Watt, zwei oder dreimal gerufen und gearbeitet. Ich habe das Gerät hier für einen unserer geschätzten Kunden bereitgestellt heute Morgen. Ich habe die Kühlrippen montiert, damit man das Gerät auch beispielsweise mit Digimodes mit höherer Leistung betreiben kann. Ich habe die Seitengriffe montiert. Das gibt schon etwas mehr her vom Design her. Ich habe den Battery Charger eingebaut für den Kunden. Ganz herzlichen Dank an den Simon in Deutschland. Ich glaube, du bist im Raum Saarland, Saarbrücken zu Hause. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls vielen Dank, das Gerät ist bereit. Du siehst das funktioniert. Ich habe deshalb gerade die Gelegenheit jetzt gepackt, mal euch den KX3 zu zeigen, kurz zu zeigen. Wir haben jetzt mit 15 Watt gearbeitet und haben den VK9 DX gearbeitet. Jetzt, ja, geht vielleicht nicht immer mit 15 Watt. Die Bedingungen müssen auch stimmen. Aber wir haben noch eine Kleinigkeit für euch. Und zwar, ich greife da nach hinten und nehme da noch was hervor. Und was ist das hier? Das ist noch die KX-PA 100. Das ist eine 100-Watt-PA mit integriertem ATU. Der ATU hier drin, übrigens auch die ATUs im KX2 und im KX3, die passen an eine Fehlanpassung, also ein SWR bis 10 zu 1 oder 1 zu 10. Also nicht nur 1 zu 3 oder sowas, 1 zu 10 passen die an hier wirklich bis runter auf 1,0 mit den integrierten ATUs. Das macht auch der hier. Der kann das auch. Übrigens, der KH1, der kann nicht ganz so breit, der passt dann bis 1 zu 3, so wie auch ein IC 7300 oder ein FT991 und so weiter können. Das kann der also auch. So viel kann er auch, die können einiges mehr. Muss aber sagen, er weigert sich auch nicht, wenn das SWR bei 5 oder 6 oder 7 liegt. Der versucht trotzdem das Beste daraus zu machen, kriegt vielleicht nicht ganz bis auf 1 runter. Die Endstufe ist robust, also gemäß Wayne, dem Entwickler des Gerätes, eigentlich unzerstörbar. Selbst wenn der SWR-Wert mal höher sein sollte und man möchte das QSO trotzdem loggen, dann kein Problem damit. Hier 1 zu 10, da gibt es Kabel, wirklich so Kabelsets
für den KX3, für den KX2. Das heißt, die Geräte, die sprechen, Anführungsschlusszeichen, dann mit der Endstufe. Und das äußert sich darin, dass ihr auf dem Display die effektive Sendeausgangsleistung der Endstufe ablesen könnt. Also nicht die Steuerleistung des Transceivers, sondern wenn man das entsprechend konfiguriert und die entsprechenden Verbindungskabel auch einsetzt, dann zeigt er euch hier an 10 Watt, 20, 30, 40, 50, 100 Watt. Also ist sehr, sehr komfortabel. Gibt's natürlich, ich kann das Gerät auch einsetzen für mit irgendeinem Transceiver. Was ich zumindest brauche hier ist PA Key, das ist die PTT-Tastung. Die brauche ich. Und dann schaltet er eigentlich mit dem integrierten Frequenzzähler die Bänder auch selber, wenn ich dem ein kleines Signal gebe hier. Wenn ich es hiermit richtig konfiguriert habe in Kombination, dann schalte ich die Bänder und der geht mit. Also, das ist noch die KXPA 100, 100 Watt Endstufe. Dann habe ich hier noch eine kleine Kleinigkeit, was ich nicht vergessen möchte. Ich kann natürlich auch hier den KX3 als Tischgerät hier kann ich auch einsetzen. Wir haben, das sind die Standfüße aus MTNs Edition. Vielen Dank an der Stelle an den Eddie noch einmal für deine wirklich großartigen Entwicklungen, die du da für uns gemacht hast schon. Also den Standfuß, den gibt's für den KX3 und den gibt's für den KX2. Das stimmt dann ganz genau mit dem Winkel des Originalklappfußes, hat das genau die richtige Höhe. Dann macht das hier doch ein wirklich schönes Bild hier, das Setup. Also damit kann ich natürlich auch arbeiten. Und im Gegenzug kann ich hier mit dem KH1 natürlich auch mit einer externen Antenne arbeiten. Also da mache ich den Schalter auf die Mitte. Wenn der Schalter auf die Mitte ist, dann ist hier diese Buchse connected zum ATU. Also hier kann ich mit X was dran, zum Beispiel mit HB9 NBG's Clever WebKit, und kann mit dem Ding hier rund um den Globus DX fahren auf den Bändern, die er bringt. Kleine Randnotiz, 10 Meter kann er nicht, weil die Fragen kommen, 10 Meter kann er nicht. 10 Meter, das genießen wir im Moment, die können das, aber das genießen wir nicht ewig. Also wenn die Sonnenflecken, die Sonnenaktivität wieder ab talwärts geht, dann ist das 10 Meter Band auch wieder zu. Ja, gibt hierzu auch 10 Meter Teleskopantennen. Übrigens haben wir auch im Sortiment Monoband, Teleskopantennen fürs 10 Meter Band. Es geht bei den ausgezeichneten Bedingungen dann auf 10 Meter durchaus auch mal nach Übersee. Von entsprechenden Standorten, vielleicht nicht aus dem Garten raus, inmitten der Hochhäuser. Ja, das sind die aktuellen Geräte, die wir für euch haben. Jetzt kommt noch die Auflösung von meiner Frage, die von euren Fragen, die zum Teil, oder einer eurer Fragen, die zum Teil an uns getragen werden, die Frage, welches Gerät ist neuer? Also, angefangen hat das mit dem KX3, der ist nach wie vor aktuell, hat ausgezeichnete Empfängereigenschaften und hat übrigens auch einen Roofing-Filter. Also wir verkaufen den eigentlich nur mit Roofing-Filter zusätzlich. Dann, das war 2012-13, den gibt's schon so lang, aber die Konkurrenz hat es noch nicht hingekriegt, den besser zu machen. Deshalb wird es den auch noch länger geben. Dann gibt es den KX2 seit 2016, auch schon 8 Jahre. Dazu kann ich sagen, dass es keinem Hersteller gelungen ist, nur annähernd an die Qualität mit der Ausstattung, mit dem Gewicht, mit dem geringen Stromverbrauch heranzukommen bisher. Deshalb KX2, das stelle ich jetzt mal so in den Raum, aber zumindest unter den SOTA-Aktivatoren ist das der weltweit beliebteste Transceiver nach wie vor. Und dann der KH1, den gibt es seit einem Jahr. Also das ist so die chronologische Abfolge. Ihr seht, wir können euch aus dem Hause Elekraft für jedes Draußenfunkenprogramm
den richtigen Transceiver liefern, natürlich auch die richtigen Antennen dazu. Aber dazu habt ihr schon Sachen gesehen in anderen Videos von uns, und es wird sicher auch noch das einige oder andere dann kommen in dem Bereich. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Die Geräte sind meistens an Lager. Wir bemühen uns. Oftmals ist die Nachfrage größer, als was wir kriegen können vom Hersteller. Aber ihr findet die Information auf unserer Website. Das findet ihr hier. Also hier KX2. Könnt ihr scannen. Dann KX3. Könnt ihr auch scannen. Und dann noch den KH1, könnt ihr auch scannen. Und da habt ihr jeweils die aktuellen Lieferfristen drin, im Zweifelsfalle kurze Mail. Die Karin klärt euch gerne auf über Verfügbarkeit, Lieferfristen und macht euch gerne eine Offerte individuell für eure Anwendung. Ja, jetzt aber, das soll es gewesen sein, definitiv von uns heute. Ich wünsche euch schöne Zeit, genießt das DXen, genießt eure Draußenfunkenaktivitäten. Vielen Dank, tschüss!